Hallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich noch mal eine Schale gießen, und zwar mit der 3D-Blumentechnik. Und ich habe mir dafür die Form von Molds & Shapes rausgesucht, die quadratische Form, und die ist 20 x 20 cm. Habe mir mein Harz, das ist das Ultracast, schon in die Form gegeben und fange an, jetzt meine Resin-Inks zu tropfen. Meine erste Farbe ist das Sweet Cherry. Ich gucke so, dass ich hier 8 Tropfen reingebe, so wie ich meine, einfach in die Form hinein. Das Ultracast Harz habe ich ungefähr 30 bis 40 Minuten stehen lassen. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie lange, aber so, dass es eine honigartige Konsistenz bekommen hat und so, dass man dann die 3D-Blumen gießen kann. Wer nicht so lange warten möchte, kann dann besser so auf Mastercast umschwenken oder auf andere dickflüssige Harze mit halt einer hohen Viskosität. So, die zweite Farbe, die ich jetzt verwende, ist das Tangerine. Das ist von Octopus. Das gebe ich hier auf mein Sweet Cherry. Und dann werde ich noch eine dritte Farbe verwenden, und das ist das Butterscotch. Das ist auch von Octopus. So, das musste ich jetzt gerade noch mal suchen. Dann habe ich nicht meine neue Flasche gefunden, sondern eine ältere, die jetzt schon so ein bisschen ramponiert aussieht. Aber es ist ja egal. Es ist noch was drin. Und dementsprechend nehme ich das. Also dieses Butterscotch, das finde ich einfach wunderbar. Das ist ein super schöner Gelbton. So, jetzt nehme ich hier mein Dotting-Tool und ich ziehe mir praktisch so Linien aus meinen Resin-Ink-Kreisen und mache das so, wie ich halt so lustig bin, einfach mal so schöne kleine, ja, Effekte oder wie man es auch nennen kann. Sieht so ein bisschen aus wie so Fische, wie so ein Rochen. Ich glaube, im englischen Video habe ich gesagt wie ein Jellyfish, aber es sieht, glaube ich, eher aus wie so ein Rochen. Ist schon ganz witzig. Also das ist alles nur durch Zufall entstanden. An sich hatte ich auch ganz anders vorgehabt zu gießen, aber so ist es, wenn man mitten im Video ist, dann, ja, oder wenn man mitten im Guss ist, dann fällt einem plötzlich wieder was anderes ein und dann ändert man plötzlich alles das, was man vorher geplant hat. So, hier habe ich jetzt mein Weiß und ich gieße praktisch eine Spirale. Das Weiß habe ich mit den Pigment Drops in Weiß von Etta Art angemischt und habe dazu noch ein bisschen Interference Pearl in meinem Weiß gemischt, dass ich auch ein bisschen Glanz in meinen Blütenblättern habe. Und jetzt gieße ich mir halt meine viereckige Spirale. Nimm mir hier auch immer schön Zeit, also das sage ich sehr, sehr oft in meinem Video, weil ich finde, es ist wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, in Ruhe zu gießen, nicht in Hektik verfällt, weil sonst geht es oft daneben. Das Gleiche auch, wenn ihr halt mittelviskoses Harz verwendet, wartet lieber noch mal einen Ticken länger als zu früh, weil ja, wenn ihr dann die Blumen gießt, kann das mal ganz schnell in die Hose gehen. Ich habe da selber sehr, sehr viele Erfahrungen mitgemacht im Laufe der Jahre. Und manchmal passiert es mir auch heute noch, dass ich dann doch nicht lange genug gewartet habe. Also wartet lieber ein paar Minuten länger, wenn ihr dünneres Harz verwendet. Ansonsten, wie gesagt, auf das Mastercast umschwenken. Das ist ein hochviskoses Harz oder irgendein anderes hochviskoses Harz. So, ich habe jetzt hier meine Spirale fertig und dann nehme ich das, was noch in meinem Becherchen ist, und gebe das noch so ein bisschen in die Form rein, sodass das Weiß auch wirklich alle aufgebraucht ist. Ob das dann wirklich noch Sinn macht oder nicht, ist dahingestellt. Aber ich habe gedacht, für das gute Gefühl, verwende mal das ganze Weiß, was du da noch in dem Becherchen hast. So. Jetzt gehe ich noch mal kurz mit dem Sturmfeuerzeug gleich drüber, sodass noch ein paar Bläschen von der Oberfläche entfernt sind. Und dann nehme ich mir gleich mein Dotting-Tool
und ziehe mir meine Blütenblätter von den Ecken raus. Da fange ich an. Es kommt jetzt gleich. Das Muster sieht übrigens ziemlich lustig aus, so irgendwie so ein Muster aus den 70ern mit meinen Resin-Inks. Naja, bin gespannt, wie das Endergebnis dann hinterher ist. Aber hier ziehe ich mir jetzt praktisch mein Dotting-Tool von den Ecken rein, also von außen in die Mitte hinein und kreiere mir so meine Blütenblätter. Die Blumen haben sowieso einen ganz anderen Effekt in einer viereckigen Form als in einer runden Form. Mir gefällt das immer ganz gut in einer viereckigen Form, aber es ist natürlich Geschmackssache. So, jetzt ziehe ich mir praktisch an den langen Kanten von dem Quadrat meine Blütenblätter. Dann habe ich insgesamt 8. Und dann gehe ich nochmal in jedes einzelne Blütenblatt, sodass ich 16 Blütenblätter im Endeffekt habe. Ich bin auch froh, dass ich hier ziemlich viel Weiß auch noch habe, weil ich finde das immer schön, wenn man so einen Farbklecks hat bei den Blumen, ein bisschen Weiß und wenn die Resin-Inks nicht immer so viel überhand nehmen. Also das gefällt mir persönlich oft sehr, sehr gut. Aber ist natürlich alles Geschmackssache. So, jetzt bin ich auch hoffentlich bald fertig mit meiner ganzen Blütenblätterzieherei. Ich glaube, das ist das Letzte, denke ich. Und dann mache ich noch einen kleinen Wirbel in die Mitte. Und dann gehe ich noch mal mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann kann das Ganze praktisch ruhen und arbeiten. Und ich bin mal gespannt, wie es am nächsten Tag aussieht. So, das sind jetzt 24 Stunden später. Das Tablett ist noch ein bisschen weich, also es ist noch nicht ganz durchgehärtet, weil ich auch nicht bis oben hingegossen habe, weil ich die Schale, die ich dann gießen oder die ich dann kreieren möchte, nicht so dick haben möchte. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie das Ganze rausgekommen ist. Und schaut mal. Sind die Farben nicht schön? Also auch die Blütenblätter, wie die schön übereinander liegen. Die Mitte ist zwar ein bisschen offen, aber das stört mich nicht. Aber so die einzelnen Effekte in der Schale oder für die Schale finde ich sehr, sehr schön. So, jetzt hole ich gerade auch nochmal die Schale, die ich letztens gegossen habe. Da habe ich das Mastercast verwendet. Und da sind die Blütenblätter fedriger geworden. Hier sind sie mehr definiert. Da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, was euch besser gefällt. Und jetzt zeige ich euch nochmal, angelehnt an das Video von der lieben Rebecca von Art of Chester Cat, wie ich hier meine Schale dann praktisch gestalte. Ich habe mein Tablett nochmal 2 Tage länger aushärten lassen, weil ich wollte wirklich, dass es ausgehärtet ist. Und paradox genug, ich gebe es jetzt wieder in heißes Wasser, sodass es weich wird. Weil ich habe oft das Problem, wenn ich dann was ausforme, wenn es noch nicht ganz ausgehärtet ist und will dann eine Schale formen, dass ich dann so Falten bekomme. Und mit dieser Art und Weise bekomme ich das nicht. Deswegen habe ich es erstmal aushärten lassen, um dann meine Schale im heißen Wasser praktisch zu gestalten. Bitte trocknet das dann hinterher immer gut ab, wenn ihr das aus dem heißen Wasser rausnehmt. Und dann könnt ihr auch mit dem Klebeband arbeiten. Wenn es nicht gut getrocknet ist, dann hält das Klebeband nicht. So, jetzt fixiere ich erstmal. Und dann kann ich später nochmal nachjustieren. Also ich fixiere jetzt erstmal so, wie ich meine. Ist nicht immer einfach, das beschreibt die Rebecca auch, wenn man das Ganze alleine macht. Also wenn man noch eine dritte oder vierte Hand dabei hat, ist es natürlich einfacher. Aber nun gut. So, und jetzt bin ich halt dabei, meine Schale so zu gestalten, dass sie nicht zu flach ist, weil ich wollte sie diesmal doch etwas tiefer bekommen.
und bin dementsprechend da eine Zeit lang beschäftigt, bis ich halt glücklich bin mit dem, was ich halt haben möchte. Und dann kann ich das Ganze auch aushärten lassen, nochmal 24 Stunden. Und ja, da habe ich das Klebeband schon abgenommen. Mir gefällt die Schale persönlich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und hiermit verabschiede ich mich bei euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Eure Petra. Tschüss.